Brasilien bedeutet für mich Höhenluft, massenhaft begeisterte Fans und viele kühle, manchmal alkoholisch angereicherte Getränke. Interlagos, 4,3 Kilometer, 71 Runden gegen den Uhrzeigersinn. Alles in allem 306 Kilometer. 4 Geraden, 2 langsame Kurven, 3 ideale Überholmöglichkeiten. Topspeed 314 km/h. Willkommen in Brasilien, willkommen in Sao Paulo. Los geht's, eine fliegende Runde im Red Bull Simulator. Hinein in die erste Kurve, in Senna S. Wichtig ist, dass man hier am Anfang ruhig bleibt, die Geduld bewahrt und dann den ganzen Speed mitnimmt, aus der Kurve raus auf die nächste Gerade. Hart in die Bremsen, runter in den dritten Gang, die Kurve fällt ein bisschen nach außen ab. Hier muss man aufpassen, wenn es regnet, stehen hier unheimlich viele Pfützen, unheimlich viel stehendes Wasser, was Aquaplaning verursacht. Hinein, doppelrechts, unheimlich schnell, vierter, fünfter Gang, mündet direkt in eine zweite Gangkurve. Unheimlich eng, schüttelt einen ein bisschen durch. Dann geht es weiter in der Linkskurve, man wartet auf die Vorderachse, wieder raus in die nächste Spitzkehre. In die letzte Kurve, dritter Gang. Wichtig, dass man hier den Ausgang optimal erwischt, früh ans Gas kommt, denn dann geht es steil den Berg hinauf. Man braucht jedes bisschen Leistung, das man hat. Generell liegt Brasilien sehr hoch, knapp 1000 Meter über dem Meeresspiegel. Das hat einen großen Einfluss auf die Motorenleistung. Dann kommt man dann in dem Linksbogen wieder auf Start und Ziel zurück. Das war eine Runde in Brasilien. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen.